Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Es geht weiter in der Go-Kampfliga und in dem PvP-Turnier, das von Tobias veranstaltet wird. Und hier kämpft ein YouTube-Kanal Pokémon Go Yoda gegen den YouTube-Kanal Pokémon Go Logok. Ja, heute werde ich wieder welche auslosen, um dafür zu sorgen, dass diese gegeneinander kämpfen müssen. Wenn ihr wissen wollt, wie der aktuelle Stand ist, schaut auf jeden Fall bei den zwei Kanälen vorbei. Ihr findet den Link von den beiden Kanälen auf jeden Fall in der Videobeschreibung und ich werde euch natürlich die Kanäle kurz einblenden. Ich lose wieder aus und heute sind es zweimal Superliga. Das erste Team ist Bernhard Outspirit von Team Yoda gegen Stefan Stevie Obercool von Team Logok. Kommen wir nun zum zweiten Team und das ist Gustav Ripperli von Team Yoda gegen Shirley. Und Shirley94 von Team Logok. Viel Spaß bei den Kämpfen. Ich bin gespannt, wie eure Kämpfe enden werden. Und vor allem, wer am Ende gewinnen wird. Aber gut, wir machen weiter hier in der Go-Kampfliga. Wir haben noch die Hyperliga. Die dürfte nicht mehr so lange laufen. Ich würde es vielleicht gerade mal kurz nachschauen, damit ich da auf den neuesten Stand bin. Ich meine, am Montag ist der Wechsel. Ja, genau. Am Montag um 22 Uhr ist wieder Wechsel. Dann haben wir die Meisterliga und natürlich auch der Premier Cup dazu. Also ich gehe wieder in den Premier Cup und werde nochmal mit meinem Jan Mega reingehen. Habe ich schon mal bei einem Livestream gemacht. Falls ihr das verpasst habt, könnt ihr euch das vielleicht nachträglich anschauen. Ich glaube, das war am Freitag auf Twitch. Und man kann 14 Tage nachträglich die Livestreams noch anschauen. Alien Lux. Es ist übrigens morgens um 9 Uhr. Carvalanzas. Okay, Bodenattacken finde ich jetzt nicht so schlimm. Müsste neutral sein. Würde mal aufladen bis Erdbeben und jetzt auf Aquahaubitze gehen. Leider kommt hier schon die Gegenattacke. Die lasse ich mal durch. Schlagbohrer? Ja. Uah, so viel? Finde ich jetzt aber nicht so gut. Aber ich denke, auch Bisaflor sähe da nicht anders aus. Ich würde mal auf mein Jan Mega wechseln wollen. Er wechselt wahrscheinlich gleich raus. Kann ich dich runterfarmen? Und jetzt mach bitte Schlagbohrer. Das würde mich jetzt irgendwie freuen. Aber bestimmt kommt jetzt die Käferattacke. Viel Ender. Nicht sehr effektiv, aber trotzdem riesengroßen Schaden. Also nicht schlecht. Mit eng. Zwei Schilder hat jeder noch. Ich gehe einfach mal auf Aeroass. Ich denke, Käferattacke gegen Alola Slimog bringt, glaube ich, nicht wirklich viel. Leider am Bubble verpasst. Ist immerhin neutral und ich habe ja direkt noch eine hier. So. Einfach fabelhaft. Schön. Ah, das sieht eigentlich ganz nett aus, aber jetzt kommt auch schon die nächste Attacke. Nein, die schilde ich jetzt nicht. Ich würde dann gerne auf Sumpex wechseln. Yep. Aber nicht Erdbeben, sondern einfach Aquahaubitze. Das sollte dann reichen. Mal gucken, ob er schildet. Nein, er schildet nicht. Okay, dann wird er mit seinem zweiten Pokémon bestimmt häufiger schilden. Ich werde wahrscheinlich auch schilden, weil... muss ich nicht. Du hast dein letztes Pokémon und ich habe hinten noch ein Bisaflor. Ich würde sagen, der Kampf ist entschieden. Entschieden. Also, ich werde nicht schilden. Ich hebe mir das für Bisaflor auf, die zwei Schilde. Das ist super. Mal gucken, ob er noch drinnen bleibt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er aufgibt. War es eindeutig. Hat er ein Schild? Hat er, glaube ich, sogar noch. Ja, ein Schild hat er noch. Aber ich werde trotzdem einfach Flora-Statue einsetzen.
Mal sehen. Genau, Schild. Jetzt komme ich wieder mit dem Schild. Und dann kommt meine letzte Flora-Statue und dann war es das. Er setzt sogar Aquahaubitze ein und nicht Erdbeben. Weil er schlau genug ist, weil er gesehen hat, dass ich noch Schilde habe, zum Beispiel. Logischerweise, ne? So, Kampf entschieden, danke. Hättest aber auch gleich aufgeben können, echt. Wir hätten uns dadurch wirklich viel Zeit sparen können. Aber na gut. Schade. Nächster Kampf. Gleich rein. Was haben wir denn hier? Vielleicht einer von Team Gelb. Hat zumindest mal Spark Avatar-Kleidung an. Ein Togekiss. Da kann ich schon mal drinnen bleiben. Die Aqua-Haubitze macht auf Togekiss relativ guten Schaden, aber er wechselt raus auf ein Sumpex. Dann gehe ich auf Bisaflor. Da kommt auch schon die Aqua-Haubitze mit Sicherheit. Das ist schon mal sehr gut für mich. So, komm, Flora-Statue. Jawohl, sogar noch bevor er zur nächsten Attacke kommt. Ich muss halt ein bisschen aufpassen. Erdbeben macht halt leider so 60-70% Schaden. Das ist dann schon ein bisschen heftig. Wird das jetzt der Erdbeben sein? Ich gehe einfach mal davon aus. Die meisten spielen dann auch meistens richtig Erdbeben. Also da brauche ich mir meistens keine Gedanken machen. Ich möchte jetzt gerne noch die Flora-Statue raushauen, weil ich Angst habe, dass er sonst vorher noch zur Aqua-Haubitze kommt. Aber ich denke mal, er schildert vielleicht sogar. Er hat tatsächlich geschildert, okay. Jetzt farme ich ihn nur noch runter. Hat er jetzt noch ein Erdbeben? Wenn ja, dann egal. Nein, hat er nicht. Gut. Habe ich perfekt gespielt. So, Sumpex ist besiegt. Jetzt kommt Glurak, da gehe ich erstmal nur auf die Matschbombe, weil ich bin sowieso gleich tot. Dann kann ich wenigstens noch ein bisschen Schaden machen. Schilde hast du, glaube ich, keine mehr. Du hast beide Schilde auf Sumpex ausgegeben. Mega geil. Jetzt gehe ich auf Sumpex, kann direkt die Aquahaubitze raushauen. Ich würde sagen, der Kampf ist eventuell schon komplett entschieden. So, Glurak weg. Nächstes Pokémon. Ah ja, Togekiss, genau. Auch hier gleich die Aquahaubitze. Wollte ich ja von Anfang an machen. Von daher passt das wunderbar. Und er hat schon aufgegeben, habe ich mir schon fast gedacht. Das sah schon fast so aus, als hätte er gleich, als Togekiss reingekommen ist, ist er sofort rausgegangen. Aber ich durfte meine Ladeattacke trotzdem fertig ausführen. Naja. Okay. Schöner Kampf. Sehr schöner Kampf. Darf gerne öfter sein. Bin immer noch, übrigens immer noch auf Rang 6. Aber wer weiß. Aber ich denke nicht, Rang 7 ist noch lange entfernt. Ich müsste einfach mehr zocken, aber ja. Nicht so einfach. Und ich muss mal mein T-Shirt wieder wechseln. Ich müsste mein T-Shirt... Was ist denn das? Okay. Der hat keine Lust zu kämpfen. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Der will gar nicht kämpfen. Der geht mit einem Endivier 527 WP rein. Klinfa. Okay, noch eine Aquahaubitze. So, so, interessant, interessant. Weiß zwar nicht, was er damit erreichen möchte. Aber okay. Und ein Karpador. Hättest mal nur WP 32 reingenommen, wärst du 10-mal schneller gewesen. Aber vielleicht hat er nicht so viel Platz in seinem Beutel wie ich. Gut. Ja. Interessant. War jetzt das erste Mal, dass ich jemanden drin hatte, der wirklich gerade nicht gewinnen will. Aber er kriegt ja trotzdem Sternenstaub dafür. Nächster Kampf. Jack. 0617TV. Cooles Design hier von dem Avatar, muss ich ja sagen, ne? Sieht echt cool aus. Hat was.
So, wir haben wieder einen Gala Gladi. Hätte ich ja nicht gedacht, dass ich Gala Gladi überhaupt mal wiedersehe, aber anscheinend doch. Und außerdem hast du Laubklinge. Ich gehe mal raus. Da gehe ich raus. So, dann mach du deine Attacke. Ich hoffe, du hast keine Psycho-Attacke drauf. Laubklinge. Jetzt hast du gemerkt, bringt nichts. Ich hätte jetzt an deiner Stelle gewechselt, aber okay. Ich nehme jetzt einfach mal die Matschbombe. Ich weiß nicht, oder hätte ich die Flora-Statue? Ich weiß es wieder nicht. Ich weiß nicht, was da jetzt besser sein soll. Naja, ich hau jetzt einfach noch eine Flora-Statue hinterher. Das müsste ich gerade noch so schaffen, aber wirklich gerade so. Ich würde sagen, dann gehe ich auf Jan Mega. Sobald das Bisaflor weg ist. Okay, die Flora-Statue ist definitiv heftig. Sehr heftig. Okay, dann gehen wir jetzt auf Sumpex. Können jetzt direkt die Aquahaubitze raushauen. Schade, sie hat sofort rausgewechselt. Oh, das war nicht schlecht, hey. Also das war definitiv ein richtig guter Move. Ah, Lapras. Lapras. Nein. Ja, ich habe leider schon ganz kurz auf Aquahaubitze getippt. Das war aber dumm. Ich glaube, da sollte ich lieber auf Erdbeben gehen. Leider kein Schild. Du solltest echt mal schilden, nee, echt. Ich bleib drin. Surfer. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Also, ich gehe jetzt auf Erdbeben und schilde. Weil ich muss bestimmt schilden. Okay, muss ich doch nicht. Dann schauen wir mal. Einfach fabelhaft. Schöner Treffer. Sehr schöner Treffer. Vielleicht noch eine Aquahaubitze hinterher. Ich will mit dem Lapras irgendwie nicht gegen ein anderes Pokémon antreten. Also ich möchte kein anderes Pokémon drin haben. Komm. Jawohl, noch eine Aquahaubitze. Die schildest du bestimmt nicht mehr, weil so wenig Energie würde ich das nämlich auch nicht machen. Also Lebensenergie. Jawohl. So, dein letztes Pokémon ist Glurak. Stimmt, da war was. Ich habe jetzt aber nur noch Jan Mega. Und Feuer ist sehr effektiv. Ich habe aber auch noch ein Schild. Den werde ich jetzt natürlich einsetzen, ist ja logisch. Wahrscheinlich habe ich aber Pech, dass du jetzt die Drachenklaue genommen hast. Nee, sie hat tatsächlich die Lore-Kardinale genommen, okay. Ich werde natürlich auf Aeroast gehen, das ist die einzige Möglichkeit. Käfer-Attacke bringt definitiv hier nichts, weil das ist ja ein Feuer-Pokémon. Da gehe ich von aus, dass es nicht mal neutral ist. Oh, der Aeroass ist echt nice. Schaffe ich das noch? Oh, nein, das war's. Schade, eng. Vielleicht hätte es klappen können. Vielleicht, wenn ich vielleicht irgendwo mal an der richtigen Stelle noch gewechselt hätte. Ah, schade. Das hätte eventuell noch einen Sieg bedeuten können. Habe ich noch einen Kampf? Ich glaube, das ist jetzt der letzte. Das heißt, ich schätze mal, so 3 Siege waren es auf jeden Fall bisher. 3-1 steht es jetzt. Oder 4-1? Ne, 4-1 kann nicht sein. 3-1, ja. Das ist der letzte Kampf. So, wen haben denn wir denn hier? Ein Machomai, okay. Bleibt er drin mit Machomai? Ach komm, eigentlich wechselt man nicht am Anfang. Aber ich mach's jetzt einfach mal. Steinhagel? Könnte sein, dass es Steinhagel ist. Ne, es ist trotzdem Kreuzhieb, okay. So, ich gehe eigentlich davon aus, genau, du wechselst auf Slimog. Okay, Alola Slimog. Käfer. Ja, Käfer gegen... Ah doch, vielleicht ist die Käferattacke gar nicht so dumm. Komm, ich probiere die Käferattacke aus. Warte mal, Gift, Unlicht. Ich weiß es gerade echt nicht. Ah, so, Finster Aura bitte nicht so heftig. Müsste neutral sein, aber boah. Macht echt viel, viel Schaden, ey. Komm. Jawohl. Die Käferattacke. Ah, schade, Schild. Ich hätte so gern den Schaden gesehen. Mann. Ja, besiegt mich. Ich heb das Schild noch auf. Dann kann ich jetzt auf Sumpex wechseln. Direkt Aquahaubitze drauf. Oder auch nicht. Die
Finsteraurakan nicht einstecken. Das behalte ich noch. So, jetzt kommt die Aquahaubitze. Dann ist das Alola Slimog weg. Hast du noch ein Schild? Ich weiß es gerade nicht. Ja, mein Gegner hat noch ein Schild. Aktuell steht es quasi Gleichstand. Sofern man nicht wüsste, dass mein zweites Pokémon ja schon einen Schaden hat. Schade. Nee, auch selbst wenn ich jetzt auf Erdbeben gegangen wäre, das hätte jetzt nicht wirklich viel gebracht. Ja, ich muss jetzt mit Bisaflor zwei Pokémon besiegen. Wie soll ich denn das machen? Also erstmal hier noch nicht chillen. Ich weiß, dass ich das noch überlebe. So, dann will ich jetzt die Matschbombe rausholen. Aber das Problem ist, die Matschbombe macht halt auch nur die Hälfte. Ich muss zwei Matschbomben raushauen. Die erste schildert da bestimmt. Naja, genau wie ich jetzt gleich. Ich muss jetzt auch schilden. Da ist es auch schon. Nee, das kann nicht gehen. Also, außer das letzte Pokémon ist Sumpex. Dann habe ich vielleicht sogar noch gewonnen. So, Matschbombe. Achso, du hast ja vorhin geschildert. Das heißt, ich muss ja dann noch eine Matschbombe raushauen. Und du machst jetzt gleich Matschbombe. Nee, ich bin gleich weg. Ich bin jetzt, glaube ich, weg. Dann war's das. Ja. Schade. Schade. 3:2 müsste es gewesen sein. Schauen wir mal. Jawohl, 3:2. Immerhin, dann kann ich euch ein Pokémon zeigen. Also 550 Staub und ein Sinnohstein. Und das Pokémon ist Macholo. Okay. Auf jeden Fall Sanana drauf. Kann man nie genug Bonbons von haben. Hab nämlich nicht so viele. Großartiger Wurf mit Curveball. 1, 2, 3. Jawohl, ist drin. Wunderbar. Wunderbar. Und eine Aufgabe erfüllt. Okay. Naja, ein 100er wäre schön. Habe ich nämlich noch nicht. Und da sieht man es auch. 134 Bonbons. Aber wir wollen uns jetzt das Ergebnis anschauen. Wie sieht es in meinem Rang aus? Leider erst 80 Kämpfe durchgeführt, 45 gewonnen. Und so sieht es jetzt aus. Naja, das ist vielleicht der erste Drittel oder erstes Viertel von Rang 6. Also ich bin wirklich echt nicht weit. Na gut, aber so ist das. Bin leider nicht so fleißig, was das Kämpfen angeht. Ich kämpfe nicht mal 5 Kämpfe am Tag. So viel Zeit habe ich gar nicht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Und in der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle wie meinen Zweitkanal, wo ihr Pokémon Kaffee Mix schauen könnt. Bis zum nächsten Mal. Batsch.